Los, mein Tod, mein Tod, mein Tod, 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 Tod. Sollst hier nicht ausweichen, meine Fresse. Und mach ihn fertig. Ja, natürlich hält er sich hoch. Aber das kriegen wir hin. Wenn ich nicht immer verfehlen würde hier. So, und bam, da ist er down ist. Ah. Sehr schön. So, ist er jetzt mal da? Ist nur ein Altar. Ohne, dass er da ist. Leider. Aber wo könnte er denn dann sein? Kann ich nicht weitergehen, das weiter untersuchen? Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Stecke ich zwar knietief im Wasser, aber das war's auch schon. Na gut, dann warten wir halt bis zum Morgengrauen. Wenn er dann nicht hier sein sollte, dann gehen wir doch lieber Richtung Richtung Dorf zurück. Würde ich sagen. Aber schauen wir mal. Irgendwann muss er ja da sein. Oder nicht. So, Feuerstelle. Benutzen. Und wieder abwarten. Wie immer. Man kennt es ja schon. Ein neuer Tag ist angebrochen. Dann schauen wir mal, was denn dieser Tag denn so mit sich bringt. Außer dieses resolute Mädchen da hinten. Ist er denn jetzt mal da? Oder nicht? Da müssen wir ja tatsächlich warten, bis er kommt. Na, ich weiß ja nicht. Hm, hier haben wir nur diese Opfergaben. Ah, nirgends hier so ein freundlichen Wotjanoi-Priester. Gibt's dafür keine Klingel, dass er mal hier rankommt oder sowas? Nee, ne? Hier kann nicht theoretisch auch noch lang gehen, aber. Nö, das Wasser ist ihm zu hoch oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Nö, sehe ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Wenn er nicht kommen will, dann. Ist mir das jetzt auch Latte, dann werden halt die Wotjanoi ausgerottet oder sowas, ich weiß ja auch nicht. Oder wir kommen hier halt einfach später nochmal hin. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, nicht wahr? Gut, da sind ein paar Anhänger Dagons, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Muss ja nicht zwingend sein, dass ich mich hier in irgendwelches Getümmel schmeiße und sowas. Wir haben sowieso noch genug zu tun. Wir müssen ja jetzt einmal zum Dorf zurück und wieder mit 300.000 Personen reden. Und dann schauen wir mal, was das dann wieder offenbart und so. Was hat denn diese Leiche hier dabei? 12 Uhren. Hey! Hat sich voll gelohnt. Da hinten ist wieder Berengar, aber mit dem müssen wir jetzt nicht nochmal reden. Irgendwann ist ja mal Schluss mit lustig. Jetzt, nachdem wir ihn lange, lange gesucht haben und endlich gefunden, müssen wir nicht nochmal mit ihm reden. Nee. Nee. So. Also müssen wir dann auf jeden Fall mit Alina reden. Ich glaube doch, so hieß er. Und mit Alvin und mit Julius oder Julian und dann mal gucken. Wird schon. Irgendwie. Ja, mal gucken, wo war denn jetzt das Dorf? Das war hier, genau. Einfach gleich links abbiegen. So, dann können wir ja auch mit dem Schmied hier, glaube ich, reden, wegen der Rüstung. Ja, schön, dass du hier mitten in der Luft einfach mal ein Schwert schmieden kannst. Echt, das sind Schmiedekünste ohne Gleichen. Seid gegrüßt. Hallo. Tag. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Gut, ich könnte mein Schwert neu schmieden lassen, oder? Ihr seid recht vielseitig. Oder Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende.
Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruyter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay, und jetzt, ihr seid recht vielseitig. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Gut, das war's erstmal. Lebt wohl. Gut. Muss ein Element, das gucken wir gleich an hier. Ich muss mir die Notizen des Elfenminnesängers und die Überreste von Ravens Rüstung finden. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit irgendwem da noch reden. Ich habe einen Teil von Graf Ruiters Rüstung gefunden. Ach, das war das Ding, was wir da tatsächlich gefunden haben. Okay. Gut zu wissen. Dann hier, die Hitze des Tages. Ich sollte Alina aufsuchen und die Situation erklären. Warum haben wir mit ihrer Schwester geschlafen? Wurde sie geküsst und das Oberteil runtergezogen? Ich kann das erklären. Stimmt. Mal gucken. Wo ist denn hier Alina? Ist die hier noch im Haus? Tür zu Alinas Haus. Hier müssen wir auch gleich mit Alvin reden. Kriegen wir auch hin. Alvin? Da ist Alina. Warum sucht ihr mich? Ich suche nach Alvin. Ich suche nach Alvin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Er soll doch nicht dahin. Okay. Dann sonstiges. Warum sucht ihr mich? Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohlauf ist, aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Gut, habe ich hier noch irgendwas zu erzählen? Warum? Hat sich Alvin seltsam verhalten? Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Eigentlich suche ich ihn nicht. Wohl. Gut. Dann gucken wir mal, was jetzt die Hitze des Tages sonst bringt. Ich sollte mir eine andere Aufgabe suchen, bevor sie mich auch noch bei den Hochzeitsvorbereitungen einspannen. Ja, das stimmt. Alvin ist das, genau. Wellen, ich sollte mit Julian reden. Ja, also machen wir es mal. Jetzt mal raus hier und dann suchen wir Julian. Ich glaube, der ist ja wieder im Gasthaus oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Nein, ich kann nicht springen. Verdammt. Ich versuche es auch immer und immer wieder. Ich werde es nicht mehr lernen, ich sag's ja. So, irgendwo da in dieser Richtung liegt da, glaube ich, das Gasthaus, genau.
Ist schon schnuckelig hier. Da kann ich nicht runterspringen. Muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Felsen hier umlaufen im Prinzip. Ja, und dann müssen wir Alvin in den romantischen Ruinen suchen. Ja, so ein Romantiker. In dieser Lausebube. Von wegen, ich habe ihn ins Herz geschlossen. Hochzeitsgäste. Noch ist die Hochzeit doch gar nicht. Aber naja. So, auf ins Gasthaus. Und wo ist denn jetzt der Julian? Da ist er. Gerald? Julian? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Hört her, ich bin mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie zeitaufwendig das ist. Kommt später wieder. Erzählt mir die Geschichte eures Großvaters. Erzählt mir die Geschichte eures Großvaters. Mein Großvater, möge Melitele über seine Seele wachen, besaß ein Stück Land. Ein felsiges, eisiges Tal im Norden Kovirs und ein verlassenes Kohlebergwerk ohne Kohle. Großvater sagte immer, in dem Tal sei ein Schatz verborgen. Er hat jeden Tag hart gearbeitet, um diesen Schatz zu finden. Anfangs nahmen viele seine Aufträge mit Freuden an und halfen, aber bald wurde jedem klar, dass Großvater verrückt war und es gar keinen Schatz gab. Als er 47 war, hatte er Rheuma und eine Sammlung Bobolak-Skalps über dem Kaminsims. Da ging er vor Gram überwältigt hinaus. Er verfluchte den Himmel und verwünschte alle bekannten Götter in der unflätigsten Sprache. Die Götter antworteten ihm. Ein schreckliches Grollen ertönte und eine Lawine stürzte ins Tal. Großvater kam wieder zu Bewusstsein, grub sich aus dem Schnee und sah etwas, das sein Leben veränderte. Das ganze Tal funkelte. Funkelte so schön, dass er fast die Bestie übersehen hätte, die stampfend auf ihn zukam. Großvater floh. Aber nicht, bevor er einen der seltsam funkelnden Steine aufgehoben hatte. Kurz gesagt, er entkam. Als er vom Berg herabstieg, begegnete er einem Hexer, der einwilligte, das Ungeheuer für einen Silbergroschen zu töten. Sie kehrten ins Tal zurück, wo der Hexer die Bestie erschlug. Der Hexer sah natürlich den Reichtum, der in diesem Tal lag, verlangte aber nicht mehr als den vereinbarten Groschen. Großvater vertraute ihm und wusste, dass früher oder später jemand kommen würde, um sich den Schatz zu holen. Denn der Schatz in diesem Tal war riesig, Gerald. Diamantenvorkommen, deren Abbau Jahre erforderte. Sie wurden Partner. Der Hexer beaufsichtigte die Arbeiter, tötete Ungeheuer und verjagte Banditen, während Großvater das Geschäft führte. Er ist eine Legende in Kovir und meine Familie ist wohlhabend und angesehen. Das ist die ganze Geschichte. Alles klar. Was gibt's Neues? Bald heirate ich Alina, die Tochter des Dorfbürgermeisters. Nein, das ist nichts Neues. Wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen. Das freut mich auf euch nicht. Ich wollte nach Alvin fragen. Er braucht einen Vormund, der in Magie bewandert ist. Weder ich noch meine zukünftige Frau wären dieser Aufgabe gewachsen. Verstehe. Ihr solltet ihn zum Hexer ausbilden. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Vorerst behalte ich ihn nur im Auge. Gerald? Was könnt ihr denn handeln? Schade, keine Tränke, nur ein bisschen unnützes Zeug hier. Elternblut, Blumen und Flamme. Ein silberner Ring mit Rubin. Nichts Tolles. Und jetzt hier natürlich auch Sachen verkaufen. Ja, den kannst du haben. So, Doppelklick muss ich ja hier. Diamantstaub. Ja, behalte ich erstmal Rubin. Verkaufen wir mal einmal. Fürs Erste, das Buch hier kannst du haben. Das brauche ich jetzt so auch nicht. Goldener Schal. Halt bestimmt irgendwem schenken oder sowas. Dem kalt ist. Mal gucken. Gut. War das erstmal hier? Dann Alve muss ich aussuchen. Da muss ich jetzt nichts mehr machen. Aha, das ist das. Das ist die andere Nebenquest hier. Das muss ich so nebenbei irgendwann mal machen. Und hier muss ich noch mit den. Wird ja neue Priester reden. Beziehungsweise mit Julia muss ich darüber auch nochmal vernünftig reden, wenn die hier fertig geheiratet haben. Ich suche erstmal Alvin. Ne? Also, diese Lausebube. Immer ist der irgendwo unterwegs.
So, und der ist natürlich da irgendwo im Süden. War ja klar. Dann gehen wir da mal hin. So ganz grob. Ich hoffe, dass hier nicht großartig irgendwas im Weg ist oder sowas. Sieht aber gut aus. Was ist denn das da unten für ein Dingerns? Durchgang zum Dorf. Also da gehst du ja auch nochmal irgendwo hin. Ja, das Gebiet hier ist schon relativ groß. Hier haben wir dann nochmal einen Ort der Macht. Was kann ich denn hier machen? Ritual der Macht durchführen, nirgendwo hin teleportieren. Perfekt. Oder nicht perfekt. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie großartig was in der Stadt machen oder sowas. Ach, da konnte er auf einmal runterspringen. Habt ihr es gesehen? Ich fühle mich verarscht. Wo sind denn das eigentlich für komische Ruinen, die wir da jetzt aufsuchen sollen? Haben wir hier nicht mal auch irgendwo ein bisschen Rebis oder sowas? Wäre auch nicht verkehrt. Warte mal, wo ist denn das hier? Ist das die Map? Warum leuchtet die Map denn ständig? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auch nicht mehr rausfinden. Nein. So. So, das sind die Ruinen, ja? Ach du Kacke, was bist denn du? Ach du Scheiße. Willst du mich verarschen? Riesenviecher. Und da hinten war da auch nochmal so ein Geist. Ich hab ihn gesehen. Boah, ich krieg euch nicht tot. Nee, könnt ihr knicken. Ich bin weg. Ah Gott.